Wir sehen uns heute die App Downpour Make a Game an. Die gibt es kostenlos im App Store. Ich glaube, das gibt es auch für Android, bin mir allerdings nicht sicher. Wenn ja, verlinke ich euch beides in der Beschreibung unten. Downpour is the best way to make games on your phone. Schauen wir uns einfach mal an. Ist nur auf Englisch verfügbar. Relativ gut bewertet. Ab 12 Jahren geeignet. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das hier ist die App. Wir können Dinge importieren. Oben links. Wir können ein neues Game erstellen. Oben rechts. Dazwischen, also zwischen oben und unten, finden wir drei Demo-Spiele. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hier auf das Stiftsymbol zu klicken. Aha, das bringt uns wahrscheinlich in dieses Menü. Ganz rechts gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden oder einzuloggen. Ich vermute, das Ganze ist kostenlos. Es gibt allerdings auch eine Plus-Variante der App für 5,99 im Monat. Das ist aber optional. Und in der Mitte haben wir die Möglichkeit, Spiele von anderen Creatoren, sage ich mal, zu spielen. Das können wir uns ja mal anschauen. Hi, I'm Cody. Welcome to my game. Boop my nose. Wir drücken auf die Nase. I said boop it. Jetzt soll ich wählen zwischen Würstchen oder Kitzeln. Ich entscheide mich mal für Würstchen und ich habe 200 Punkte bekommen. Naja, also ihr seht schon, hier sind wohl eher simple Games mit möglich. Das Ganze ist ein bisschen wie so ein Browser aufgebaut. Das Teil, in dem die Spiele abgespielt werden. Gucken, was sich hier hinter verbirgt. Where is John? I'm looking for John Clark. Can you help? Okay, also wir klicken irgendwo drauf, dann passiert irgendwas. Da gibt es allerhand zu entdecken. Hello there, hi oder goodbye. Okay, goodbye. Wir gehen zurück in diesen Editor-Modus und sehen uns mal ein Spiel an, zum Beispiel das What's in the Egg. Das können wir einfach mal spielen, indem wir auf Play klicken und das Egg wird dann mehrfach angeklickt, dann zerbricht es und da soll man jetzt ein Picture hinzufügen. So, das Spiel besteht aus 4 Seiten. Die einzelnen Seiten können wir anklicken. Hier sind verschiedene Fotos hinterlegt, wie ihr ganz rechts seht. Außerdem können wir einen Text hinzufügen. Wir können Fotos hinzufügen oder direkt aufnehmen. Und wir können Boxen erstellen. Im nächsten Game Screen sozusagen, beziehungsweise im übernächsten. Ja, das sieht so ähnlich aus wie im vorherigen. Ich kann mir immer noch nicht so recht vorstellen, wie hier die Programmlogik funktioniert. Wir gucken uns einfach mal noch ein anderes Spiel an, nämlich den Wizard Holiday. Das ist natürlich noch komplizierter, besteht aus insgesamt 21 Seiten. Und dann können wir das Ganze auch spielen. Grüße, bin ein mächtiger Zauberer und du brauchst Urlaub. Wähle ein Ziel und ich sende dich dorthin. Na? Zum Beispiel das Office. Weiß zwar nicht, was das mit Urlaub zu tun hat, aber okay. Ziemlich simple Spiele, die man hiermit machen kann anscheinend. Ich klicke jetzt mal auf New Game, Make First Page. Tap or drag to take a photo and add it to this page. Ich kann auch auf meine Galerie zugreifen. Da da aber nichts hinterlegt ist, muss ich erstmal ein paar Fotos runterladen. Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal mein eigenes Logo heruntergeladen und habe das importiert und jetzt kann ich, wenn das Logo markiert ist, in der Mitte unten klicken und kann eingeben, was passiert, wenn jemand auf dieses Bild klickt. Und sag mal, ich würde gerne auf meine eigene Webseite verweisen. Das geht aber anscheinend nicht. Hier gehen nur Downpour Earls. Also da müsste ich mich jetzt tatsächlich anmelden. Change how this image looks. Aha, hier können wir noch einiges verändern. Farbe etc. Wir können Text hinzufügen. Aber wir wollen ja gerade, dass etwas passiert, wenn hier drauf geklickt wird. Schade, dass man hier keine Hyperlinks angeben kann. Ich probiere es trotzdem. Nee, geht nicht. Unmöglich. Ja gut, und viel mehr können wir anscheinend gar nicht machen. Vielleicht können wir auf eine neue Seite verweisen. Also habe ich hier testweise jetzt noch ein anderes Bild importiert. Übrigens kann man das einfach größer ziehen mit dem Finger. Gehen wir wieder zurück. Vielleicht können wir jetzt auf dieses neue Bild verweisen. Ja, das geht. Wenn man jetzt da drauf klickt, dann wird man auf das zweite Bild weitergeleitet. Tap here to edit this page. Da gibt es dann noch Einstellungen. Die haben wir bisher auch noch nicht besprochen. Ja, Farbe. Wir können Seiten duplizieren, also verdoppeln. Wir können Seiten löschen. Das sind so die Dinge, die wir hier oben einstellen können. So, das war Fail. Das würde ich wieder löschen wollen. Also wir klicken da drauf, werden dann zur zweiten Seite weitergeleitet. Und ja, im Grunde sind hier sehr, sehr simple Spiele möglich.
Das als einen Game-Editor zu bezeichnen, finde ich ziemlich übertrieben. Wer weiß, was man noch für Möglichkeiten hat, wenn man sich einloggt. Die Seite hier sagt da auch nicht allzu viel drüber aus. Das Ganze wird von einer Person entwickelt. Ja, meine Meinung, langer Rede, kurzer Sinn. Das Ganze ist ungefähr so mächtig wie PowerPoint, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, im Ernst, mit PowerPoint könnt ihr, glaube ich, interaktivere Sachen machen wie damit. Also mich hat das Downpour hier nicht überzeugt. Trotzdem ist das mit diesem Markt ganz nett gemacht. Wir schauen uns mal noch etwas anderes von einem Nutzer an. Willkommen in meinem Studio. Inspiration, Bücher, Recent Work. Also als Spiele-Editor würde ich das hier auf keinen Fall bezeichnen, wie es hier heißt. Nein, das ist kein Spielebaukasten und wenn, dann steht da noch sehr, sehr am Anfang. Weiß gar nicht, warum das so gut bewertet ist. Create Stories, Share Links. Ja, Links im eigenen Universum, mach eine Webseite. Weiß ich nicht, an wen sich das richtet, an welche Zielgruppe. Für mich ist das eher nichts. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Hoffe ich. Bis dann, macht's gut und tschüss.